Heute ist der 12.12.2009. Und Steffen ist zu Besuch. Sauer. Elvis, machst du fertig, können wir das spazieren? Da hat er Speicherkorn, ne? Weißt du, brauchst nichts. Ich hab da Kaserne nicht gemacht. Was so? Und, ja, aber Speicherplatz. Das bitte. Oh. Wie unter da. Hey. Aber Speicherplatz. Was? Beißen wir ja nicht hinterher. Ja, oder also, schon besser nochmal? Der hat einen richtig starken Arm, was steckt. Warum tut die Blätter Wasser raus? Was du Maser der Blätter rausgeben? Ja. Der Frösche auch? Nein, die Frösche sind nicht da. Die sind drinnen im Wasser. Nein, die sind nicht. Oh ja. Nein. Der war schnell weg. Das macht aber Mach mal kurz. Warte. Es war noch Zeit, was Stefan? Kannst du da reinnehmen überhaupt? Auch. Ist der klar was? Wo? Ja, wie der Elvis. Nein, wir gehen jetzt spazieren, komm. Kannst du mit dem Rad fahren? Ja, mit dem Fahrrad. Ja, mit dem BMX-Rad. Nein, mit Traktor fahren wir nicht. Das ist nur Schinterei. Nein, Traktor nix. Mit dem Dreirad, gerade von dem Roller. Ja. Und wie ist denn mit dem Schnee? Wie bringst du den denn raus? Was man schneibt? Schneibst du doch gar nicht viel? Ja, das macht nichts. Ich fahr trotzdem aber. Nein, ich fahre nicht. Wenn wir anfangen, zum Baum oder so Rollband. Aus dem Winter ein Rollband machen. Ja. Stark wär's ja. Morgen nicht, wenn ich dann. Nein, jetzt haben sie anders gespart. Aber war leibend. Für mich war es so gestalkt. Die Kinder können nach Hause gehen, Schlitten fahren, war super. Aber jetzt haben wir schon ewig keinen Schnee mehr gehabt. Der Job möchte wirklich alles haben. Jetzt ja, sind wir gleich einmal gefahren, am Vormittag und Nachmittag war der Schnee weg. Der Emi ist seit 50 oder morgen 50. Ich hab gelesen auf der A. Morgen werde ich 50. Ja, der Emi morgen 50. Ja. Morgen kommst du her. Ja. Zu meinem Geburtstag. Schau her. Stefan, probieren wir den Dreck aufzulassen. So ein kleiner Dreck. Ja, wir rauchen. Wir mengen nicht aufpassen. Auf der einen Leitung. Wir werden ihn ablassen. Ja, du selber hast. Auf der Anleitung ist geschehen, dass an. Weißt du nicht? Und ich bin nicht erstickend. Ja, Stefan, du. Nein, dann mach ich nicht mehr. Ich merke ihn schon, dass wir rauchen. Luftballon. Schau, die blasen auf. Ja, ist okay. Siehst du, das hat mal um zu leicht verkürzt. Ja. Du bist ein Luftballon, dann weißt du, dass ich ersticke. Ja, wir haben keine Luft.